Hallo Leute, willkommen zum vierten Let's Play von Civilization 3. Ich werde mich mal vorstellen, ich bin der Mitgezwitschert oder auch Christoph. Mein YouTube-Account ist betitelt als Christoph B. Mitgezwitschert. Ja, und da ich das noch nicht getan habe, wäre das jetzt ein bisschen überfällig und wir wollen jetzt einfach wieder losspielen. Deswegen öffne ich hier wieder meine Fraps-Safe und spiele mit euch Civilization 3. Wie ihr seht, haben wir aktuell das Jahr 825 vor Christus. Ist auch mal ganz interessant zu erwähnen, weil Civilization startet grundsätzlich bei, glaube ich, 4000 vor Christus. Und wir haben jetzt schon jede Menge Jahre verbraucht. Und die Zeit schreitet schnell voran. Und in dem Zeitraum vor Christus geht es noch immer in 25 Jahrschritten. Ich glaube, ab nach Christus geht es dann in ein Jahrschritten und nach 1900 sogar in den vier Monatsrhythmen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber das können wir dann vielleicht später noch verfolgen und nochmal nachprüfen, ob das dann auch richtig ist, was ich hier gerade erzählt habe. So, hier geht's weiter. Wir waren stehen geblieben bei den Arbeitern und hatten jetzt hier eine Mine gebaut. Die Mine schafft uns hier wieder volle Produktion. Und wenn ich hier gerade in der Nähe bin der Stadt Hamburg, dann werde ich gleich die Gelegenheit nutzen, um die Stadt Hamburg mit der Stadt Berlin zu verbinden. So, hier bin ich mit meinen Kriegern bei den Russen und erkunde die Gegend. Hier gibt es einen Krieger, der noch relativ weit oben rumläuft. Da werde ich mal versuchen, mit dem ein bisschen weiter südlich zu gehen und den anderen nach Norden zu schicken, oder ich gehe mit dem einfach nur weiter westlich. So, der Archer geht nach Norden. So, und jetzt habe ich Kontakt mit den Engländern und die Engländer wollen mit mir das Mauern gegen das Schreiben tauschen. Das finde ich als Angebot jetzt nicht so super geil. Ich schau mal, was sie sonst noch so im Angebot haben. Das Rad. Naja, wie gesagt, die große Bibliothek ist, glaube ich, jetzt fertig geworden. Oder ich baue sie gerade. Nee, ich baue sie gerade. Und wenn ich die fertig habe, dann kriege ich dieses ganze Zeug sowieso. Und um die anderen Zivilisationen nicht noch zu stützen, werde ich ihnen jetzt nicht meine Technologien geben. Also werde ich das ablehnen und in Frieden auseinandergehen. Goodbye. So, in Hamburg ist jetzt die Kornkammer fertig. Schauen wir mal rein. Okay. Ich glaube, in den früheren Versionen von Civilization hatte man hier so einen Strich zu sehen, wo dann die Kornkammer bewirkt haben, dass es unterhalb dieses Striches keine Nahrungsmittel mehr verloren gehen. Vielleicht erscheint das hier später noch. Kann ich das nochmal demonstrieren? Es ist aber de facto so, dass die Kornkammer bewirkt, dass die Gesamtmenge an Nahrungsmitteln, die hier schon im Speicher liegt, nicht mehr auf Null abfällt, sondern nur auf die Hälfte abfällt. Und danach ab hier wieder neue Nahrung aufgebaut wird und ich dann in der Hälfte der Zeit neue Bevölkerungseinheiten bekommen kann. So, um jetzt hier weiterzumachen, brauche ich die große Bibliothek. Nicht die große Bibliothek, sondern eine normale Bibliothek, die innerhalb von 8 Runden fertig ist. Die bewirkt, dass mein Radius erweitert wird. Ich habe hier aktuell keine Kulturproduktion und ich habe gesagt, dass ich ein großer Fan von Kultur bin. Und das finde ich schade, vor allem, weil der Einflussbereich dieser Stadt noch erweitert werden kann auf diese Berggegend, hier diese Waldgegend und so weiter. Also diese
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also diese 12 Felder kämen hier noch hinzu. Ein Feld habe ich schon bekommen durch den großen kulturellen Radius von Berlin. Und die anderen Felder kommen jetzt quasi noch dazu, wenn ich hier den kulturellen Radius erweitere. Und die Bibliothek bewirkt halt, dass ich pro Runde 3 Kultur bekomme. Und das wäre dann, wenn die Bibliothek fertig wäre, würde ich quasi schon in 4 Runden diesen kulturellen Radius erweitern. So, dann machen wir das. Schauen wir mal zum Vergleich nach Berlin. Berlin hat ja einen verdammt großen kulturellen Radius schon, obwohl ich da noch keine Bibliothek gebaut habe. Aber Berlin ist die Hauptstadt und generiert über den Palast, der die Hauptstadt hat, den die Hauptstadt hat, generell schon 2 Kultureinheiten. Hier bin ich inzwischen bei 246 Kultur. Und man sieht halt auch, dass die Grenze stark ansteigt. Also hier habe ich jetzt 1000 Kultur, die ich erreichen muss, um die nächste kulturelle Stufe zu nehmen. Und auch die ganzen Weltwunder bringen halt kulturelle Effekte. Hier habe ich eben durch den Koloss noch 3 weitere Kulturpunkte. Und hier kann ich auch mal zeigen, wie das mit der Kornkammer ist. Hier sieht man halt, das bleibt in der Kornkammer drin. Und ich brauche nur noch diese Menge an Nahrung zu generieren, um die Bevölkerung zu vergrößern. Und wo wir gerade hier sind, sehen wir auch, dass wir jetzt in Berlin ein unhappy Bevölkerungsmitglied haben. Das gleicht sich aber aus mit dem happy Bevölkerungsmitglied, also glücklich, unzufrieden. Und dadurch gibt es in Berlin keine Unruhen. Es kann jetzt passieren, dass wenn die Stadt weiter wächst und ich ein weiteres Bevölkerungsmitglied in 2 Runden bekomme, dass hier Unruhen in Berlin ausbrechen. Das werden wir dann sehen und da müssen wir da was unternehmen. Also werden wir gleich in 2 Runden sehen oder vielleicht auch später. Also es kann natürlich sein, dass dieses nächste Mitglied ein zufriedenes ist und kein unzufriedenes. Na, das werden wir sehen, wie gesagt. Okay. Gut, dann erweitere ich wie gesagt die Straße hier nach Hamburg. So, hier verbinde ich mal das mit dem Norden. Große Erkundung. So, schauen wir mal. Ah ja, okay. Also durch die Bewässerungsanlagen bekomme ich hier jetzt noch einen zusätzlichen Punkt an Nahrung, was halt meine Bevölkerung noch schneller steigen lässt. Und was halt auch ganz praktisch ist. Was halt zu beachten ist bei Bewässerungsanlagen, das ist, dass in der Nähe ein Fluss ist. Ja. Also, ich nehme mal an, dass dieser Fluss hier noch im Einzugsbereich vielleicht dieser Landfläche ist. Und dadurch kann ich quasi an diese Landfläche anschließend die Bewässerung bauen. Wenn ich jetzt versuchen würde, hier eine Bewässerung zu bauen, dann würde das nicht gehen, weil ich im Umkreis zu diesem Feld kein Wasser habe. Vielleicht geht es dadurch, dass ich das Wasser über die Stadt in diesen Quadranten bekomme. Kann aber sein, dass es nicht geht. Also ich nehme eher an, dass es nicht klappt. So. Hier unten haben wir, wie gesagt, diese Ziege. Diese Ziege bringt uns eine Masse gute Produktion hier im Wald. Bin unsicher, ob die Ziege noch da wäre, wenn ich den Wald wegmache. Man kann auf jeden Fall auch Wald abholzen, was auch in den meisten Fällen oder in vielen Fällen die Produktivität verbessert. Aber in diesem Fall besteht hier schon eine ziemlich gute Produktivität mit den 2 Nahrungsmitteln und den 2 Schilden. Deswegen werde ich einfach nur eine Straße hier hinbauen,
um eben dort auch noch Geld zu produzieren. So, wie vorausgesagt, ist die Möglichkeit eingetreten, dass Berlin Unruhen stattfinden. Jetzt habe ich hier zwei unzufriedene Personen und das wollen wir natürlich nicht. So. Ja, was habe ich gerade gemacht? Ich zeige es nochmal. Es sind wieder zwei Unzufriedene. Ich nehme quasi einen dieser Arbeiter aus dem normalen beruflichen Alltag raus und mache ihn zu einer besonderen Einheit, und zwar zu einem Entertainer. Dadurch bringe ich eine Einheit meiner normalen Bevölkerung zu einer glücklichen Bevölkerung und eine unglückliche Bevölkerung zu einer zufriedenen Bevölkerung. Und dadurch wird jetzt die Unruhe in der nächsten Runde wieder vorbei sein. Man kann hier übrigens nicht nur Entertainer einstellen, man kann auch Steuereintreiber einstellen oder Scientists, also Wissenschaftler. Die produzieren dann, wie gesagt, wie noch nicht gesagt, aber wie ich jetzt sage, produzieren die Wissenschaftler mehr Science. Wir sind jetzt hier 16. Wenn ich es umstelle, ja, haben wir auch noch 16. Wahrscheinlich macht sich es erst ab der nächsten Runde bemerkbar. Und der Tax Locator, Collector, der produziert natürlich auch mehr Geld. Aber wie gesagt, wichtig ist jetzt hier der Entertainer, damit die Bevölkerung wieder einigermaßen zufrieden ist. Was uns das natürlich kostet, ist die Sache, dass wir jetzt keine wachsende Bevölkerung mehr haben. Wenn wir jetzt diese Person hier arbeiten lassen, dann steigt die Bevölkerung in 18 Runden. Wenn ich das nicht tue, habe ich hier ein Nullwachstum. Damit werde ich jetzt erstmal auskommen müssen. Das ist aber nicht so schlimm, weil Berlin ist schon recht groß und stößt auch irgendwann an seine Grenzen. Da kann die Stadt dann erstmal sowieso nicht mehr weiter wachsen, weil ich ein Aquädukt brauche und ein Aquädukt habe ich noch nicht entwickelt. Ja. Und hier ist sowieso noch einiges in der Umgebung zu tun. Hier fehlen noch Bergwerke, um hier eben noch Schilder zu produzieren. Aber das werde ich dann quasi, wenn die Straße hier nach Hamburg fertig ist, als nächstes unternehmen. So, weiter Straße bauen. So, hier kann ich mal reinschauen. Hier ist erstmal alles ausgebaut, soweit. Ich glaube, ich switche hier mal eben um auf die Bibliothek. Ne, da habe ich Überproduktion. Das werde ich nicht machen. Dann gehen mir nämlich 14 Schilde verloren. Also baue ich erstmal weiter die Kornkammer und danach die Bibliothek. Das kann ich hier schon mal einstellen im Empty Slot. Weiß gerade nicht wie. Oh, jetzt habe ich. Naja, gut. Gut, jetzt habe ich es versaut. Jetzt habe ich die 14 Schilde weggehauen, weil ich hier aus Versehen mich verklickt habe. Okay, man kann hier aber auch irgendwie den zweiten Slot nutzen. Ich bin gerade nicht sicher, wie. Ah ja, okay. Man muss die Umschalttaste drücken, dann nutzt man den zweiten Slot. Tempel will ich dann natürlich nicht bauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es da wieder rauskriege. Ja, als zweites Produktionsschritt wollte ich jetzt die Kornkammer bauen. Klappt nicht. Naja, stelle ich gleich wieder um. Ein bisschen konfus, was ich hier gerade mache. Gut. Wie geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, ich lasse den Arbeiter jetzt erstmal hier nach Berlin gehen und unterstütze bei den bei dem Ausbau der Bergwerke. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Die Bibliothek ist fertig. Wie gesagt, den Tempel will ich nicht bauen. Ich baue als erstes. Ja, Bibliothek ist gar nicht dabei. Ach Quatsch. Die Granary. Um einfach schneller
schneller Bevölkerung auszubauen. Der Tempel ist natürlich eine Alternative zu dem Entertainer, weil der Tempel zwei Leute glücklich macht. Würde ich jetzt hier einen Tempel bauen, dann könnte ich mir den Entertainer sparen und hätte hier eben noch zwei weitere glückliche Personen, auch ohne den Entertainer. Das Schlechte ist eben, dass mich ein Tempel Geld kostet. Die Granary, also die Kornkammer, kostet mich hier auch Geld, und zwar ein Geldpunkt. Aber das geht eigentlich. Ein Tempel kostet, glaube ich, sogar zwei Geldpunkte. Zumindest solange ich nicht das Orakel gebaut habe. Auch wenn ich das Orakel gebaut habe, dann. Es ist nur so, wenn ich den Tempel baue, habe ich einen glücklichen Menschen. Wenn ich den Tempel baue und ein Orakel habe, bekomme ich gleich zwei glückliche Menschen. Das ist der Bonuseffekt vom Orakel, was mir jetzt aber nicht so wichtig ist. Und da ich ja auch nicht auf Geld spiele, muss ich auch gucken, dass ich mit meinem Geld hier einigermaßen hinkomme. Deswegen baue ich auch keine Tempel. Zumindest noch nicht. So, hier verbinde ich jetzt Hamburg mit Berlin. Und hier geht's weiter. Da habe ich wieder ein Dorf gefunden. Gab ein bisschen Geld. So, hier werde ich mal weiter bei den Russen gucken, was so passiert. Mit denen gehe ich mal hier in die Richtung. Darauf hole ich mir auch 50 Gold. Und hier, wie gesagt, Bergbau. So, dadurch, dass ich jetzt hier die Bibliothek gebaut habe, erweitert sich der kulturelle Radius. Und ich bekomme jetzt hier halt auch diese Sonderressource Nahrungsmitteln. Und die wird hier auch gleich angegangen und abgegrast. Dann werde ich gleich mal den Arbeiter wieder zurückholen und hier auch ausbauen. So. Das ist auch verbunden. Das andere Feld wird noch mit Bergbau gemacht. So, auch hier habe ich eine Bibliothek gebaut. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich weiter fort? Ich denke, ich habe hier ziemlich viel Bevölkerung und ich auch schon, habe schon auch schon einen unglücklichen Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Bevölkerung weiter wachsen lasse, besteht die Gefahr, dass auch hier Unruhen ausbrechen. Deswegen werde ich das nicht zulassen und stattdessen Siedler bauen. Dann sinkt die Bevölkerung wieder auf 3 oder 4, da das ja dann wieder gestiegen ist in 3 Runden. Und dann kann ich eine weitere Stadt bauen. So, hier werde ich mal bei den Russen reinschauen. So, ich habe Eisen entdeckt. Ja, Eisen bringt mir eine ganze Menge. Und zwar bringt mir das 4 Einheiten. Beziehungsweise mir wahrscheinlich nur diese eine Einheit. Da die anderen Einheiten Spezialeinheiten sind. Das ist die Spezialeinheit der Römer. Die hat 3 Angriff und 3 Defense. Die normale Schwerteinheit hat eben 3 Angriff und 2 Defense oder Verteidigung. Da sind die Römer ein wenig im Vorteil, weil das ihre Spezialeinheit ist. Jedes Land hat so seine eigene Spezialeinheit. Ich weiß gerade gar nicht, was die Deutschen für Spezialeinheiten haben. Ich glaube, den Panzer. So, ihr Immortals. Aha, das sind die persischen Krieger. Und die haben 4 Angriff und 2 Verteidigung. Also auch ein bisschen anders und ein bisschen besser als die normalen Krieger. So, was hinzukommt, ist auch,
der Eisenerz. Und diese Ressource Eisen, die werde ich jetzt hier auch auf der Karte finden. Ich hoffe zumindest. So, ich habe ja hier einen Plan, wie es weitergeht. Und den werde ich weiterverfolgen. So, ich schaue mir durch die Gegend, ob ich hier schon Eisen finde. Hier ist zum Beispiel Eisen. Das ist aber auch eine denkbar ungünstigere Lage. Warum? Weil hier fast nur Hochgebirge ist und im Hochgebirge kann man nicht bauen, beziehungsweise kommt nur sehr, sehr wenig an Nahrung. Könnte höchstens hier bauen. Gibt es wieder Seide. So, hier ist auch Eisen. Das ist relativ dicht dran und das ist auch in der Nähe der Seide, die ich sowieso haben möchte. Vielleicht noch bei mir direkt in der Nähe etwas. Okay, sehe ich jetzt nicht. So, an Eisen sollte ich natürlich auch so schnell wie möglich ran, weil dann kann ich eben diese Krieger bauen. Und Eisen braucht man dann auch für diverse andere Dinge. Das ist auf jeden Fall elementar. Und ich habe ja gerade erwähnt, dass die Deutschen so wie jedes Land Spezialeinheiten haben. Deswegen werde ich mal gucken, was es ist. Die Deutschen haben Panzer statt Tanks. Naja, gut, das ist natürlich einfach nur die deutsche Übersetzung. So. Panzer hat 16 Angriff und 8 Verteidigung und 3 Beweglichkeit, also kann 3 Züge in einer Runde sich bewegen. Und der Panzer hat 16 Angriff, auch 16 Angriff, auch 8 Verteidigung, aber kann sich nur 2 Züge in einer Runde bewegen. Ja. So, die Straße zur Ziege ist auch gebaut. Jetzt habe ich hier eben auch die Möglichkeit, noch Geld zu produzieren. So, und jetzt werde ich mir mal das Hochgebirge angehen. Und hier Bergwerke bauen. So, hier gibt es wirklich jede Menge Seide. Das hier ist die Hauptstadt der Russen. Die ist erst auf 1. Das verwundert mich ein bisschen. Bringt mich jetzt mindestens zu dem Gedanken und zur Frage, ob ich die jetzt angreife. Denn die haben ja eine Ressource, die ich gerne möchte. Sie haben hier Felle. Ja. Die hätte ich gerne in meinem kulturellen Radius. Und ich habe hier zufällig 3 Einheiten in der Nähe. Sollte ich vielleicht die Gelegenheit nutzen, die Russen anzugreifen? Das überlege ich mir jetzt mal, während ich eine Pause mache und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ja, soweit so gut. Dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Hier schnell noch auf den Speicher-Button gedrückt. Zack. Ja, vielleicht könnte ich euch noch zum Abschluss was zeigen, was man nur zeigen kann, wenn man schon gespeichert hat. Und zwar die Möglichkeit, ein Spiel aufzugeben. Man kann das Spiel beenden. Dann beendet man es direkt und landet direkt wieder auf dem Desktop. Man kann es aber auch aufgeben. Das mache ich jetzt mal. Kommt die Frage, ja, willst du wirklich aufgeben? Oh Gott, ja. Ich sag hier, oh Gott, lass den Albtraum beenden. Hier, dieses Spiel, so furchtbar. Okay, jetzt bin ich hier quasi geschlagen.
Alle anderen freuen sich und ich bin hier die arme Wurst. Und hier können wir jetzt einfach mal ein bisschen spoilern, könnten wir. Aber ich denke, ich werde es nicht tun, um euch nicht die Überraschung zu versauen, wo welche Völker sich befinden. Aber wir können ja schon mal sehen, wie hier unsere Kontinente aussehen. Ich kann gerade nicht erkennen, auf welchem Kontinent ich bin. Muss ich mal eben überlegen. Ich denke, es ist hier. Oder hier? Gute Frage. Nee, ich bin hier. Ich bin relativ sicher, dass ich hier bin, in diesem Bereich irgendwo. Weil hier ist dieser schmale Übergang zur nächsten Insel. Also bin ich quasi auf diesem Kontinent und hier gibt es noch einen anderen großen Kontinent sowie zwei kleine Inseln und hier noch zwei, drei winzige Inseln. Ja. Und hier werden sich quasi diese acht Zivilisationen auf diesen Kontinenten verteilen. Wir haben ja schon Bekanntschaft mit den Russen gemacht und auch mit den Engländern, wo wir aber noch nicht wissen, wo die Engländer genau siedeln. Die Russen sind ja ungefähr hier. Und da überlege ich mir jetzt anzugreifen oder nicht. Soweit, so gut. Also hier können wir jetzt mal einen allgemeinen Überblick bekommen, wie die fünf größten Städte aussehen. Ich habe hier Berlin mit 8 Einwohnern und dann gibt es hier diese anderen Städte, die alle noch wahnsinnig klein sind, was mich ein bisschen wundert. Hätte vielleicht doch nicht auf ganz einfach stellen sollen. Ja, und hier gibt es verschiedene Vergleichswerte, und zwar Bevölkerung. Da habe ich im Moment die größte Bevölkerung. Dieses Bruttosozialprodukt oder was es genau ist, weiß ich nicht genau. Bin ich auch auf Platz 1. Dann die Anzahl an Produkten generell, die hergestellt wird. Also das ist, glaube ich, in Geld ausgedrückt, was ich herstelle. Das ist in Waren hergestellt, ausgedrückt, was ich herstelle. Die Größe der Landmasse bin ich auf Platz 3. Da zählt all das als Landmasse dazu, was man schon mal betreten hat und was, glaube ich, kein anderer zuletzt betreten hat. Die Alphabetisierungsrate bin ich auf Platz 1. Denke, das liegt daran, dass ich halt relativ früh Alphabet erforscht habe. Alphabetisierungsrate ist aber relativ gering. Die Krankheitsrate ist bei mir sehr hoch. Bin ich fast auf dem letzten Platz, also auf dem vorletzten Platz. Weil ich ja in der Nähe dieser Überschwemmungsgebiete mit meiner einen Stadt gebaut habe und wir haben ja vorhin gesehen, wie da fast die ganze Bevölkerung, nicht vorhin, in einem der früheren Let's Plays haben wir gesehen, wie da fast die ganze Bevölkerung gestorben ist. Ich stelle noch keine Verschmutzung her, das kommt dann irgendwann in der späten Zeit. Ja, die Lebenserwartung ist 40 Jahre, das ist auch ziemlich hoch bei mir. Ich habe ein Kind pro Familie. Das ist so im Mittelfeld, eher im schlechteren Mittelfeld. Militärdienst habe ich 5 Jahre. Das liegt sicherlich daran, dass ich wenig militärische Einheiten habe. Das ist der letzte Platz. Dann gibt es dieses Jahreseinkommen, da habe ich 2 pro Jahr. Das ist Platz 1. Und die Produktivität, nochmal einzeln ausgedrückt, habe ich eine Rate von 57, das ist auch Platz 1. Also das ist alles zusammengerechnet. Schilde, Nahrung und Geld. Aus allen drei Städten. Okay, was man hier noch sehen kann, ist mein Wunder, mein Weltwunder. Das wertet halt auch Städte auf. Also wenn jetzt hier wenn jetzt hier alle Städte irgendwie 10 Einwohner hätten, aber eine Stadt ein Weltwunder hat und nur 3 Einwohner hat, dann landet es trotzdem in der 5 größten Städteliste, weil diese Weltwunder halt als Superstädte zählen. Also hier kann man noch mal ein bisschen den kulturellen Einfluss sehen. Da sieht man halt auch, dass die Amerikaner gut bei wegkommen aktuell und die Römer auch. Im Vergleich sind auch Amerikaner und Römer vor mir in der Punktzahl. Ja, und die anderen sind hinter mir. Russen sind knapp hinter mir. Ja. Gut, hier gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ja, und hier gibt es diese Bewertung, was den historischen Rang angeht. Ja, wir haben noch nicht lange gespielt. Das ist quasi der letzte Rang, der Wertlose, Bismarck der Wertlose. Ja, so ist es eben. Wenn man eine Weile spielt, dann kommt man halt immer höher. Ich
Was hier natürlich auch mit reinzählt, ist die Schwierigkeitsstufe, die ich spiele, und die ist eben auf leicht. So, wenn man hier mal. Hier kann man eben mal sehen, wie die anderen Spiele so ausgegangen sind, die ich schon bisher gespielt habe. Ja, da habe ich wesentlich höhere Scorezahlen. Ich bin ja jetzt bei 42. Es kann auch deutlich höher gehen. Und hier sieht man eben, ich habe ein Cultural Win gemacht. Ja. Bin ich auch immer verloren. Aber na klar, also wenn ich ein Spiel abbreche, so wie jetzt, dann ist es verloren. Also hier würde jetzt quasi stehen, Rank Lost. So, wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.